Das wird wohl nicht funktionieren. Ich kann die Ladefläche so nicht erreichen. Diese Konstruktion ist nicht stabil genug, um mich nach vorn zu ziehen. Da kann ich den Arm einfach wegblasen. Ich muss irgendwie da drauf kommen. Ich kann die Ladefläche so nicht erreichen. Ja, wie denn dann? Mit dem Foto hier. Mein Gott, ich hasse sowas. Es ist widerlich. Er muss doch irgendwas tun können. Kim! Ja? Fahr schneller! Okay, mal schauen, was die Karre bringt. Diese Konstruktion ist nicht stabil genug, um mich nach vorn zu ziehen. Mist, die Typen holen wieder auf. Ich kann nicht so lange Vollgas geben, sonst fliegt uns der Motor um die Ohren. Ah, dann bremst halt mal ab. Ja? Brems ab! Spinnst du? Willst du, dass diese Typen nicht überfahren? Ja. Verdammt. Wo Kim recht hat, hat sie recht. Dann muss es wohl irgendwie mit dem Abbremsen funktionieren. Nein, mit dem Gas geben. Vollgas! Okay, festhalten! Ich kann die Ladefläche. Diese Konstruktion ist nicht stabil genug. Mist, die Typen holen wieder auf. Ich kann nicht so lange Vollgas geben, sonst fliegt uns der Motor um die Ohren. Ja, aber ich hab doch hier nichts. Was soll ich denn tun? Diese Idioten machen sich einen Spaß daraus, so dicht wie möglich aufzufahren. Allerdings wird ihnen das Spielchen sicher schnell langweilig. Und dann werden sie ernst machen. Ich sollte also schleunigst versuchen, auf den LKW zu kommen. Ich muss irgendwie da... Ich kann die Ladefläche so nicht erreichen. Vielleicht... Kim! Ja? Fahr schneller! Okay, mal schauen, was die Karre bringt. Kim! Abbremsen! Okay, wie du willst. Anders geht's ja nicht. Alles in Ordnung? Ja, drück auf die Tube! Kim, solange diese Typen uns verfolgen, darfst du nicht zum Flughafen fahren. Schon klar. Irgendwelche Vorschläge? Bleib auf dieser Straße. Ich versuche, die Typen loszuwerden. Ah, man kann wechseln. Was kann ich denn hier machen? Ich kann hier auch einen Schlüssel. Ich rauche nicht und sehe im Moment auch sonst keinen Grund, das Ding anzuschalten. Was kann sie mit dem Schlüssel machen? Okay, man kann hier Sachen durchreichen. Ich habe nichts in der Hand, was ich ver... Vielleicht kann er jetzt ja mit dem Schlüssel die Kiste aufmachen. Und da sind Feuerwerkskörper drin. Oh ja. Dann gibt er ihr so einen Feuerwerkskörper. Da rein. Sie macht das mit dem Zigarettenanzünder an, dann schnell wieder zurück und oh Mann, das ist ja... Fahr nicht zum Flughafen, solange die... Ja, okay, halt die Schnauze. Boah, ist das tricky gemacht hier, das ist ja richtig spannend. So, jetzt. So rein persönlich halte ich das für keine besonders gute Idee. Ja, laber nicht, mach jetzt. So rein persönlich halte ich das für keine besonders gute Idee. Ich habe nichts in der Hand, was ich Wänden geben könnte. Was ist denn jetzt? Ich rauche nicht und sehe im Moment auch sonst keinen. Das ist ein Zigarrenanzünder. Wenn man ihn anschaltet, erhitzt er sich. Ich rauche nicht und sehe im Moment... Ja, aber... Chinesische Feuerwerksraketen. Muss ich erst mit ihr darüber sprechen, oder was? In der Kiste sind immer noch reichlich Feuerwerkskörper. Die Scherbe liegt zu weit vorne. Die Typen knallen mich ab, wenn ich versuche, sie zu holen. Damit? Ja, damit könnte ich die Scherbe zu mir herziehen. Oh. Und
Beton hat mich nur knapp verfehlt. Dafür aber den Bambusstab glatt in der Mitte durchschossen. Die Scherbe liegt zu weit vorn. Die Typen knallen mich ab, wenn ich versuche, sie zu holen. Tja, jetzt wird's interessant. Kim, fahr nicht zum Flughafen, solange die Typen... Das sagtest du bereits. Ich bleib immer brav auf diese... Okay, ich lass mir was einfallen, um unsere Verfolger loszuwerden. Ich habe bereits ein paar Raketen herausgenommen. Ja, aber irgendwie macht sie die ja nicht an. Kim, fahr nicht zum Flughafen. Ja, okay, ach. Ich muss hier oben drauf drücken. Vielleicht, nee. So rein persönlich, also? Mist. Was muss ich denn nur tun? Ein ordentliches Feuerwerk könnte die Verfolger tatsächlich aufhalten. Aber dazu müsste ich die Raketen anzünden und gezielt in Richtung des Autos abschießen. Ah, solange ich die Konstruktion noch nicht gebaut habe, wird da wohl nichts passieren. Dann braucht er wahrscheinlich den alten Bambusstab wieder. Sie macht sie noch nicht an, ne? Nee. Der Zigarrenanzünder wird nicht heiß genug, um den Stab zu entzünden. Das will ich nicht in die Kiste gehen. Ist in der Kiste dran, oder? Zum Glück ist der Bambusstab immer noch lang genug für einen weiteren Versuch. Brauche ich denn jetzt die Scherbe? Eine scharfkantige Scherbe aus der Frontscheibe von Toms Wagen. Ja, okay, sie macht da auch nichts mit. Das sind auch alle Dinge, die ich hier tun kann. Oh, die Perle ist fest verschmiert. Ich kann sie nicht wegziehen. Vielleicht hätte ich dort der Scherbe. Ich konnte ein kleines Stück der Plane abschneiden. Ah, Plane. Plane fudel ich jetzt hier drum. Gute Idee. Wenn ich den Fetzen um die Holzsplitter wickle, kann ich mich nicht mehr dran verletzen. Der Stofffetzen hat sich entzündet. So. Und sie wird damit auch nichts machen, also... Ich sollte diese Raketen nicht anzünden, solange ich sie in den Händen habe. Ein ordentliches Feuerwerk könnte die Verfolger tatsächlich aufhalten. Aber dazu müsste ich die Raketen anzünden und gezielt in Richtung des Autos abschießen. Hier ist doch was. Mit dem Motor, oder? Das passt. Irre. Die Raketen passen perfekt in die Öffnungen des Motorblocks. Jetzt kann ich sie töten. Feuer frei. Trottel, siehst du nicht, dass sie uns entkommen? Worauf wartest du? Los, gib Gas! Die Karre ist abgesoffen, Boss. Wie lustig. Schön. Die haben wir erstmal abgehängt. Aber lang dürfte es nicht dauern, bis sie uns finden.
Dann solltest du mir schleunigst einige Antworten geben. Was ist hier los? Kim, du musst aus Hongkong verschwinden. Die Tong-Triade wird alles daran setzen, die Aufzeichnungen deines Onkels in die Hände zu bekommen. Und warum? Das weiß ich selbst noch nicht. Aber du musst mir vertrauen. Dir vertrauen? Wie stellst du dir das vor? Du hast dich über ein Jahr lang nicht blicken lassen. Dann stehst du plötzlich vor mir und tust, als sei nichts gewesen? Vergiss das bitte mal für einen Moment, Kim. Du bist dir nicht mehr sicher. Und wohin soll ich deiner Meinung nach? Ich kann mich nicht einfach in Luft auflösen. Keine Angst. Mein Flugzeug ist startklar. Wir können sofort aufbrechen. Mit dem Flugzeug? Wohin? Ich muss in Tibet was erledigen und kann dich mitnehmen. Sag mal, bist du jetzt völlig verrückt geworden? Solange ich nicht weiß, was hier gespielt wird, gehe ich nirgendwo hin. Keine Zeit für Diskussionen. Lass uns verschwinden. Wir sprechen später darüber. Ich kann nicht mitkommen. Was soll ich in Tibet? Verdammt, da kommen sie schon. Kim, entweder du steigst jetzt freiwillig ein oder ich werf dich in den Frachtraum. Aber dort ist es doch eisig kalt und ich habe überhaupt nichts dabei. Kein Pullover, noch nicht mal eine Zahnbürste. Ich gebe dir was von meinen Sachen. Den Pullover nehme ich gern, aber deine Zahnbürste kannst du behalten. Wie du willst. Jetzt aber los. Der hat keine Zahnbürste. Wie sieht's aus, Fenton? Sind wir jetzt endlich in Sicherheit? Im Moment sieht's zumindest danach aus. Gut, dann kannst du mir endlich deine Version der Geschichte erzählen. Also, was willst du wissen? Wo soll ich anfangen? Bist du schuld am Tod der Hafenarbeiter? Ich war der befehlshabende Offizier an diesem Abend. Die Situation drohte zu eskalieren. Die Arbeiter begannen handgreiflich zu werden und warfen mit Steinen. Darum wollten wir abrücken. Es sollte niemand zu Schaden kommen. Aber genau in dem Moment, als ich den Befehl zum Rückzug geben wollte, sah ich, wie Richard von einem Stein am Kopf getroffen wurde. Er ging zu Boden und einige der Hafenarbeiter stürzten sich auf ihn. Ich musste in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung treffen. Und statt den Befehl zum Rückzug zu geben, bin ich zu Richard gerannt. Ich hatte Angst, sie würden ihn lynchen. Dann geriet die Situation außer Kontrolle. Ein Teil meiner Einheit folgte mir und die Arbeiter dachten wohl, dass wir sie auseinandertreiben wollten. Also griffen sie uns an. Und was passierte dann? Einer meiner Jungs eröffnete plötzlich das Feuer. So etwas kann passieren, wenn man die Nerven verliert und die Befehle nicht klar genug sind. Andere haben sich von der Panik anstecken lassen und blind in die Menge geschossen. Mein Befehl, das Feuer unverzüglich einzustellen, kam zu spät. 8 Menschen waren tot. Ich hätte Richard liegen lassen müssen. Was? 1 Leben gegen 8. Eine ganz simple Rechnung. Du kannst Leben nicht gegeneinander aufrechnen. Nett von dir. Willst du mich plötzlich verteidigen? Ich hätte wissen müssen, dass die Situation außer Kontrolle geraten würde. Außerdem war es ein Befehl. Wir sollten uns ja gerade deshalb zurückziehen, um zu verhindern, dass Menschen getötet werden. Fenton, das ist so... Ich weiß auch nicht. Wenn du Richard nicht geholfen hättest, wäre er getötet worden und... Ich weiß, Kim. Ich bereue es ja auch nicht, Richard das Leben gerettet zu haben. Aber stolz kann ich nicht drauf sein. Um die 8 Opfer und ihre Familien tut es mir sehr leid. Es war kein guter Tag in meinem Leben und ich muss seitdem die Konsequenzen tragen. Meinst du deine Entlassung aus der Armee? Ja, unter anderem. Aber wenn es so ist, wie du sagst, dann war das Ganze doch eher sowas wie ein Unfall. Hat es denn keine Rolle gespielt, dass du dem Sohn des Gouverneurs das Leben gerettet hast? Richard sollte aus der ganzen Sache herausgehalten werden. Er ist der Sohn des Gouverneurs und man weiß nie, was die Leute aus so einer Geschichte machen. Lord Weston hat all seine Beziehungen spielen lassen, damit mir wenigstens Militärgericht und Gefängnis erspart blieben. Letztendlich verdanke ich ihm in dieser Sache eine ganze Menge. Meinen Kopf wollten andere Rollen sehen. Das Empire musste die chinesische Bevölkerung schließlich irgendwie beruhigen. Es gab ja ständig neue Ausschreitungen nach diesem Vorfall. Also entließ man den Verantwortlichen unehrenhaft aus den Diensten seiner Majestät. Und ich akzeptierte es. Trotz der Umstände war ich ja nicht wirklich schuldlos. Richard wurde kurze Zeit später zusammen mit unserer Einheit nach Nordindien verlegt. Seitdem haben wir uns kaum noch gesehen. Fenton? Ja? Warum hast du es uns nicht erzählt? Dachtest du, wir glauben dir nicht? Vielleicht hättet ihr mir geglaubt. Aber? Es waren eure Landsleute, die erschossen wurden. Ich hatte wohl Angst, es würde die bis dahin unbelastete Beziehung zu euch zerstören. Du hättest uns vertrauen können. Du hast meinem Onkel gefehlt und... Und? Ach, nichts. Verrat mir lieber noch, warum wir unterwegs nach Tibet sind. Neugier kann gefährlich sein. Noch gefährlicher als die letzten Stunden? Geht das? Außerdem hast du es mir versprochen. Ist ja schon gut. Nun braucht Richard wieder meine Hilfe. Ironie des Schicksals. Er ist während einer Expedition verschwunden.
Seit Wochen fehlt jede Spur von ihm und seinen Männern. Richards Mission ist allerdings streng geheim und deshalb hatte Lord Weston wohl keine andere Wahl, als mich inoffiziell um Hilfe zu bitten. Natürlich weiß er, dass ich Richard niemals im Stich lassen würde. Was hat das alles mit den Karten meines Onkels zu tun? Richard hat damit offensichtlich seine Route geplant. Deshalb hoffe ich, ihn mit Hilfe der Karten zu finden. Und die Triaden, suchen die auch nach Richard? Glaube ich eigentlich nicht. Aber dass sie sich gerade jetzt für die Karten interessieren, ist sehr merkwürdig. Und vielleicht hängt ja beides doch irgendwie zusammen. Und was willst du jetzt tun? Nun, wir sind bereits ganz in der Nähe des Ortes, an dem ich meine Suche beginnen will. Ich setze dich vorher in Katang ab. Dort gibt's ganz brauchbare Herbergen. Ich bin wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen unterwegs. Bald ist Winteranfang und die meisten Pässe werden dann unpassierbar sein. Falls ich Richard bis dahin nicht gefunden habe... Moment mal, ich hab mich wohl verhört. Was heißt, du setzt mich in Pawang ab? Katang. Wie auch immer, aber das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich werde doch nicht in irgendeinem Kaff am Ende der Welt 2 oder 3 Wochen auf deine Rückkehr warten. Schön. Was schlägst du vor? Willst du mich etwa begleiten? Du bist auf eine solche Expedition doch überhaupt nicht vorbereitet. Das habe ich auch nicht gemeint. Ich will nur nicht in irgendeinem Bergdorf zurückgelassen werden. Es wird doch sicher eine größere Stadt auf unserer Route geben. Nein, wir reden hier von Tibet. Da käme höchstens Lhasa in Frage. Aber das ist ein zu großer Umweg. Du bleibst in Katang, bis ich zurückkomme. Entschuldige mal, vielleicht hast du es ja noch nicht bemerkt, aber seit unserer letzten Begegnung ist einige Zeit vergangen. Ich bin kein kleines Mädchen mehr, das du herumkommandieren kannst. Tut mir leid, Kim, aber ich möchte dich nicht noch tiefer mit in die Sache reinziehen. Als ich Richard das letzte Mal helfen wollte, sind Menschen zu Schaden gekommen. Das soll sich nicht wiederholen, verstehst du? Es ist wirklich am besten so. Na toll, und womit vertreibe ich mir dann in diesem Nest so lange die Zeit? Soll ich vielleicht Yaks hüten? Ach, das war ja schon immer mein Traum. Und wenn dir was zustößt, dann sitze ich dort vielleicht ewig fest, falls sich nicht mal wieder zufällig so ein blöder Buschpilot in diesen Winkel der Welt verirrt. Kim, runter! Ich habe das Gefühl, dass du wird es nicht kommen. Hat der gerade auf uns geschossen? Ein deutscher Kampfflieger? Der hat auf uns geschossen! Was hat der denn hier in Tibet zu suchen? Ist mir völlig egal, der hat auf uns geschossen, du musst zurückschießen! Was? Na, du hast doch sicher auch irgendwelche Waffen, Maschinengewehre, Bordkanonen. In meinem normalen Leben liefere ich Reissäcke nach Kathmandu. Das hier ist nämlich ein Transportflugzeug. Und nein, es ist nicht bewaffnet. Soll das heißen, dass wir uns überhaupt nicht wehren können? Das habe ich nicht gesagt. Halt das Steuer fest. Ich gehe nach hinten und kümmere mich um den Kollegen. Na schön, Fenton. Dann lass dir mal was einfallen.